Zuerst frage ich Sie, Herr Glas-Wiersma, wollen Sie die Ehe mit der hier anwesenden Frau Christina Berndt eingehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja. Ja. Nun frage ich auch Sie, Frau Christina Berndt, wollen Sie die Ehe mit dem hier anwesenden Herrn Glas-Wiersma eingehen? Dann antworten auch Sie bitte mit Ja. Nachdem Sie beide übereinstimmend vor mir, der Standesbeamtin, erklärt haben, die Ehe miteinander eingehen zu wollen, spreche ich aus, dass Sie nun Kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Ihre gegenseitige Liebe so endlos sein wird wie die Ringe, die sich nun gegenseitig anstecken. Ja, jetzt, Sie dürfen, sollen und können sich jetzt küssen. Folgt noch der amtliche Teil. Ich werde nun die Niederschrift über Ihre Eheschließung verlesen, die Sie dann anschließend mit Ihrer Unterschrift bestätigen dürfen. Als Trauzeugen sind heute anwesend Frau Emily Zelder und Herr Gregor Hantschke. Die Standesbeamtin fragte die Eheschließenden einzeln und nacheinander, ob sie beide die Ehe miteinander eingehen wollen, und sie bejahten diese Frage. So konnte ich aussprechen, dass Sie nun Kraft Gesetzes rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Zur Namensführung in der Ehe geben Sie beide folgende Erklärung ab. Sie bestimmen den Namen des Mannes zu Ihrem Ehenamen. Ihnen ist bekannt, dass diese Bestimmung nicht zu widerrufen ist. Dadurch ergibt sich dann folgende Namensführung in der Ehe. Für Sie, Herr Wiersma, bleibt alles beim Alten. Glas Wiersma. Und für Sie, Frau Wiersma, ab sofort, Christina Wiersma, geborene Berndt. So, dann bitte ich Sie beide einmal nach vorn, um den Tisch zu unterschreiben.